Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23, unsere Karriere mit Bilbao. Der letzte Spieltag der Hinrunde steht an. Nächster Gegner ist der FC Girona in der ersten Halbzeit. In meinem Spiel, so rum ist es richtig. Und das wird tatsächlich so sein. Flügel weg. Naja. Wer war das jetzt? Ela Berardi. Du möchtest in die erste Mannschaft. Probieren wir es mal. Bevor der jetzt tatsächlich den Club geht. Probieren wir es einfach mal aus. Gut. Okay. Immer mal in die Richtung. Girona, wie gesagt. Der hat Berardi jetzt irgendwas gesagt. Er möchte jetzt doch nicht weg, oder was? So. Gut. Na gut. Gehen wir mal rein ins Match. So, ich setze mal Maurice vorne als Stürmer. Wie gesagt, der ein oder andere kann durchaus mal aus seiner Position was probieren. Mal gucken. So, gehen wir mal rein. Williams ist heute im Mittelpunkt. Er ist im Moment in einer fantastischen Form, bester Scorer der Liga und auch heute will er wieder zuschlagen. So. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen FC Girona. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2, heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Hier ist die Aufstellung des FC Girona. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. So, dann auf ins Match. Keine Ahnung, wie gesagt, ich suche eigentlich für beide Außenverteidiger. Chapa, der eigentlich zu alt ist. Der Einzige, der bleibt, ist Muniain. Das ist mein Lieblingsspieler bei Bilbao. Der bleibt auf alle Fälle. Die Fans wollen den Abschluss. Williams mit der Chance. Maurice Williams 0-1, also 1-0. So kann man schon mal in eine Liga-Partie starten. Wieder ein frühes 1-0. Haben wir ja schon öfters gehabt, diese Saison. Wenn sie so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. Iñaki, jedenfalls, trifft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ja, haben wir noch reingeteasert, jetzt trifft er. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Wir sind ja durchaus mal ein bisschen gewechselt. Wir haben ja zwei Jugendspieler nur drin, Berardi und Maurice. Sind in der Startformation. Kann jetzt über den Flügel kommen.
Chapa, der Rechtsverteidiger. Lange Flanke, aber kommt nicht an. Halbherzig, das könnte sich hier rächen. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Ja, energischer Vorstoß. Da kommt der Schuss. Kein Problem für den Torhüter. Und da ist Simon. Klasse Zuspiel. Williams. Williams und nicht das 0-2. Knapp vorbei. Ja, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene und weiter nur eine knappe Führung. Da sehen wir, wie drin. Oh, Maurice, ja, der wollte da vorbeigehen, aber kommt da nicht vorbei. Christian Stuani. Er schießt. Stuani. Und Simon. Guter Simon. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Erstmal geklärt. Das könnte Einwurf für uns geben. Gibt es aber nicht. Gibt Einwurf für den Gegner. Okay, ich dachte mir, vielleicht da wäre noch da dran gewesen, aber es war nicht so. Viktor Zigankov. Da geht er im Strafraum. Berardi, super gelöst da. Schnell, souverän, gut gelöst. Und er geht an ihm vorbei. Und der Schuss war gute Idee, aber aufgepasst dort. Vielversprechend aus. Ja. Ball läuft gut jetzt. Geht er rein? Und nicht der Ausgleich für Girona. Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Glück gehabt dort gerade. So gut sind wir gerade auch nicht so momentan. So ein bisschen es gerade so. Williams. Oya Sabal vielleicht jetzt mal ein bisschen mit Platz. Oya Sabal und der geht drüber. Oder war der dran? Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Nee, war er nicht, der geht einfach drüber. Schade, Williams. Maurice, ja, kann sich aber nicht durchsetzen. Pressing kommt. Ja, er ist links gescoutet, Frankreich gescoutet. Damit könnte das auch ein Baske sein. Tor ist gefallen, Infos dazu jetzt aus dem Mallorca Spiel. Oder was? Wir haben hier das erste Tor für den FC Barcelona. Barca. Daran ist der Torschütze. Ja, toller Abschluss. Das war einfach wirklich stark gemacht. Ja, ich komme gerade aber nicht so ein bisschen nach vorne. 39 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Der hat mit viel Übersicht. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Ach Mann, spiel doch nicht solche Bälle. Da sehen wir die Tafel. Also es hängt gerade so ein bisschen, ja. Ich sag ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen die Phase. Also früh 1-0 und dann hast du vielleicht noch die eine oder andere Chance, aber dann nicht. Und oder Simon fängt dann wieder den Ausgleich. Also 0-1, nur 1 für uns. Oder wieder für den Pfosten. Der Ball kommt rein. Ja, ganz sicher. Ball ist auf. Genau, das ist vorbei. Also hätte vielleicht mal eine Nachricht gegeben können. 45 Minuten. Also für uns ist es ganz glücklich, dass es keine Ecke gab. Und Barcelona, ach, Barcelona führt in beim Espanyol jetzt im Derby. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Martinez. Und dann ist es! Unai Simon mit der Parade. Unai Simon, der verhindert! Die dickste Chance des der Gegner, der Manchester Girona. Christian Stuani. Also wie gesagt, das ist gerade so ein bisschen die Phase, dass es gerade so ein bisschen hängt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Nein, nein, nein. Simon kann den Ball raus.
Kann er gut machen jetzt gerade. Simon. Studio, denn im Spiel von Barcelona ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Barcelona. Ferran ist der Torschütze. Ferran, zweite Doppelpack. Also wie gesagt, das 1:1 ist jetzt irgendwo so ein bisschen verdient. Da kommt die Ecke. Leider etwas unplatziert dieser Schuss und der Torwart hält ihn problemlos. Williams. Vincedor. Und jetzt mal der Ball, lange Ball auf. Muniain, der jetzt noch Tempo mal gehen kann. Muniain. Feier macht das 2-0. Jawohl. Es bringt ein bisschen Ruhe. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos. Obwohl sie dicht dran sind, eine Spitze gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Galan. Ah, Handspiel dort. Und der Schiedsrichter pfeift das auch. Schade, war schön geholt da. In Kürze geht's weiter. Das Ecke. Nächste Spiel der La Liga Santander steht an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Real Madrid. Oh, nach Madrid. Direkt zu nach Madrid. Das geht direkt quasi in die Winterpause weiter. Also wir sehen jetzt direkt danach das Spiel, nächstes Spiel. Schon gegen Real wieder. Hinspiel haben wir nämlich gewonnen. Viel Platz für den Konter jetzt. Muniain. Und gib ihm Oyarzabal. Ja, kann er sich durchsetzen. Oyarzabal. 3-0. Also wie beim 0-2 schon auf 0-3 direkt hinterher. Diesmal wieder der Gegner in der Ecke. Abgefangen. Konter drin. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach und diesmal macht er. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Und diesmal versenkt er. Ja, sag mal, sechstes La Liga-Tor. Saria hat sich ja irgendwo dann doch gelohnt, den noch zu holen. Aber ja, ich wollte ihn unbedingt haben. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Ah, schön gelöst da jetzt. Und gibt den Ball auf Sanchez weiter. Der Befreiungsschlag. Ah, gut, Lester. Und Muniain setzt sich durch, holt sich den Ball. Jawohl, Muniain. Kann da mal rein. Er hält den Ball fest, das war und Boran, der verhindert, dass da irgendwann noch was passiert. Ja, Girona, sagen wir mal so, die waren dran am Ausgleich. Dann fangen sich dann quasi zwei eigene Ecken. Leichter Ball für Unai Simon. Zappa. Williams. Williams, der jetzt ein bisschen mit Tempo vorbeigehen kann. Muniain. Da kommt nicht vorbei, er ging an, no. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Schöner Pass jetzt. Vielleicht mal doch zu Null wieder, Frage. Da ging es auf einmal ganz. Ja, also zumindest stand jetzt. Zumindest mal jetzt. Da, jawohl, soweit passt das. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und dann hätten sie fast das Tor gemacht. Ah, da haben sie ihr Tempo ausgespielt. Das war ein richtig guter Konter. Sie wechseln aus. So, wir wechseln ebenfalls ein bisschen durch. Klare Verhältnisse hier, kurz vor dem Ende, 3-0 der Spielstand. Schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes. Sanchez! Da hat er die Chance.
Guck mal, seht ihr, 1 gewechselt, 0 zu 4, also 4-0. Keine große Mühe, leeres Tor. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön, alles frei, keine Mühe. Ja, war jetzt auch nicht wirklich schwer, weil war durch. Gökhan-Guruseta 4-0. Ist so gut wie gelaufen. Es tut sich gerade was im RCD Stadium. Mein Tor ist gefallen. Infos dazu jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Barcelona. Wasser. Torschütze war Robert Lewandowski. Da bekommt er den Ball herrlich durchgesteckt und legt ihm das Ei völlig abgezockt ins Nest. Neuer Spielstand. Also 4-0. Barcelona 3-0. Entschuldigung. Wir haben unsere Aufgabe hier gelöst mit Bravour. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Schlusspfiff. Nun steht es fest. 4-0. Ja, der klare Heimsieg zum Jahresabschluss. Passt. Und damit natürlich überzeugend. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi. So. Interviews brauchen wir nicht. Espanyol gewinnt, verliert gegen Barca 1-3 im Derby. Haben wir ja so nebenbei mitbekommen. Kurz mal auf die Nachrichten gucken. Vega. Ja. Federico Vega, der gerade noch eingewechselt wurde, geht. Zumindest mal erstmal für 2 Jahre. Gut. Dann würde ich mal sagen, jetzt ist heute Feierabend. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Oder kommen wir mal, haben wir noch irgendwas zu tun? Nee, nur eigentlich nicht. Wir haben ja noch nicht kein Geld. Solange jetzt keine Spieler da gehen, wird da nicht ganz so viel passieren heute. Gut, ich bin mal raus. Wir sehen uns wieder. Nächstes Spiel gegen Real. Tschüss.